Und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung von der Shareholder Value und der Prima Fonds, unserer gemeinsamen Veranstaltung zum Fondsmanager-Dialog. Mein Name ist Jan-Peter Schott. Ich bin Geschäftsleiter der Prima Fonds. Ich werde Sie heute als Moderator durch die Veranstaltung begleiten. Und den fundamentalen Inhalt dieser Veranstaltung, den wird Frank Fischer als CEO, CIO der Shareholder Value Ihnen liefern. Genauso Yefei Lu als Portfolio Manager und Sebastian Bleschke als Applied and Research and Risk. Die Agenda, die wir Ihnen heute mitgebracht haben, auf dem nächsten Slide, sehen Sie die. Da haben wir Frank Fischer, einmal bitte weiterklicken. Da haben wir Ihnen verschiedene Sachen mitgebracht. Zunächst einmal Neues von der Shareholder Value und der Prima Fonds. Das werde ich noch kurz anmoderieren. Danach steigen wir dann schon in Medias Res ein. Frank Fischer wird den Kapitalmarkt beurteilen und einen Ausblick geben, wie es denn tatsächlich in Zukunft wohl weitergehen kann, weitergehen wird. Und danach gehen wir dann in die einzelnen Mandate schon rein. Da gucken wir uns dann an, wie die einzelnen Mandate in dieser Situation aufgestellt sind. Und zum Ende hin kommt dann natürlich nochmal die Frage- und Antwortrunde. Die werde ich dann wieder moderieren. Und dazu kurz als Hinweis, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese Fragen bitte rechts im Chatfenster. Wir hoffen, dass wir in unserem Zeitkontingent möglichst alle Fragen beantworten können. Aber seien Sie versichert, wenn wir das nicht in Gänze schaffen, kommen wir gerne im Nachgang auf Sie zu und werden das uns auf jeden Fall um jede einzelne Frage, die gestellt wird, im Nachgang kümmern. Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Slide, wo die Neuigkeiten von der Shareholder Value und der Prima Fonds vorgestellt werden, die neuen Termine, die wir haben. Eigentlich schon eine gute Tradition, dass wir in dieser Veranstaltung auch immer auf die Fondsgipfelakademie hinweisen. Jetzt die Fondsgipfelakademie im Sommer. Wir haben gerade die Frühjahrsakademie wieder sehr erfolgreich beendet. Sehr, sehr viele Teilnehmer, weit über 1.000 Teilnehmer haben wir gehabt. Und in dieser Akademie ist es ja folgendermaßen: Sie melden sich an, Sie haben dann über einen Zeitraum von circa 14 Tagen den Zugriff auf verschiedenste Vorträge zum Thema Marketing, zum Thema Marktstrategie, Fondsmanager sprechen, aber auch Marketingprofis kommen zu Wort. Das Thema Nachhaltigkeit ist letztes Mal vertieft dargestellt worden. Immer wieder aktuelle Themen und Sie können bis zu 6 Credit Points bei dieser Veranstaltung bekommen. Anmeldemöglichkeit, hier ist der Link angegeben. Sie können sich da direkt schon anmelden für die Veranstaltung. Dann ein Novum, und zwar ein Webinar zum Frankfurter UCITS ETF Modern Value. Das Thema Modern Value ist ja ein regelbasierter, systematischer Zugang zum Thema Value Investing. Und genau dieses regelbasierte und systematische, das ist hier in einen ETF gegossen worden. Da wird der Frank Fischer gleich noch 2, 3 Worte beim nächsten Slide drüber verlieren. So viel sei schon mal verraten. Seit Juni 2021 ist ein Selective Index auf das Thema Modern Value aufgelegt und das Ganze wird jetzt demnächst mit Leben gefüllt als UCITS ETF. Wir von der Prima haben auch noch zwei Veranstaltungen, die ich Ihnen gerne ankündigen möchte. Und zwar im Grunde genommen das gleiche Format, wie wir das heute schon haben. Den Fondsmanager-Dialog dann mit dem Haus Akratis, Dr. Hendrik Leber und Portfolio Manager Johannes Hesche werden unseren Prima Global Challenges, das ist unser Flaggschiff-Fonds zum Thema Nachhaltigkeit, da wo es darum geht, dass jedes Unternehmen mit seinem Kerngeschäft einen nachhaltigen Beitrag leisten muss, und den Prima Zukunft, unser Innovationsfonds, wo wir halt nach zukünftigen Ideen gucken, die auch sehr häufig nachhaltig sind. Das wird Ihnen am 10. Mai vorgestellt. Hier können Sie sich gerne auch schon anmelden. Und last but not least, unser ETF-Portfolio, das dann von Markus Kaiser gemanagt, ganz in der Logik der Prima. Wir vergeben die Mandate immer an die Fondsmanager, wo wir glauben, dass da die höchste Kompetenz zu diesem Bereich vorhanden ist. Hier ist es der Markus Kaiser, der unser ETF-Dachfondsportfolio betreut. Und auch hier haben wir ein Stück weit ein Nachhaltigkeitsscreening, ganz einfach, weil wir wissen, auch im ETF-Bereich können wir unsere Investments damit ein Stück weit veredeln. Gut, dann komme ich im Nachgang nochmal mit der Fragerunde und übergebe jetzt gerne an Frank Fischer. Bitte schön, Frank Fischer. Vielen Dank. Ja, dann übernehme ich mal und der erste Hinweis mal gleich auf die Aktivitäten, die wir durch meinen lieben Kollegen Heiko Böhmer in unserem Frankfurter Investmentblock entfalten. Dort sehen Sie auch als den ersten Blockbeitrag den Frankfurter Modern Value Index.
Und wie gesagt, dieser Index, der ist als Grundlage dafür, dass wir eben ein ETF initiieren werden. Dazu haben Sie vorher gesehen, können Sie sich zu dem Webinar am 1. Juli anmelden und die Hintergründe dazu erfahren. Was wir dort machen, ist auf Basis der wunderbaren Firmen, der Qualitätsaktien, die wir auswählen, wird ein regelbasierter Investmentansatz umgesetzt. Wir werden dort jedes Quartal die Aktien, die gefallen sind, wieder auf 4% von der Höhe des Investments anheben und die, die gestiegen sind, verkaufen, auf 4% reduzieren. Das ist so ein bisschen die Idee, die eigentlich dem Value Investing sowieso inne liegt, nämlich, dass wir das Thema Regression zu dem Mittelwert eben als ein wesentliches Element sehen. Also wenn etwas gefallen ist und uns Sicherheitsmarge gibt, gehen wir immer davon aus, wenn es eine qualitativ gute Aktie ist, wird sie sich auch wieder erholen. Und wir haben eben so eine Art Money-Management-Disziplin dabei. 25 Titel machen dann diesen Index aus, jeder mit 4% gewichtet und quartalsweise wird das rebalanced. Wie genau das läuft, können Sie A in dem Frankfurter Modern Value Index-Block sehen und später dann auch von uns en Detail mit den aktuellen Titeln, die dort drin sind, auch erfahren in dem Webinar. Die Idee dahinter ist, dass natürlich auch viele von Ihnen in dem Bereich Vermögensverwaltung aktiv sind und dass es eben auch dort einen Bedarf gibt, mal 100% investiert zu sein und nicht, wie wir aktuell in der Marktphase glauben, mit gemischten Mandaten, wo Asset Allocation, Cash und Hedging eben auch eingesetzt wird, was ein defensiverer Ansatz ist, wo man weniger Wohler hat und weniger Drawdowns. Das ist natürlich hier in einem voll investierten Index dann ein anderes Thema. Sie finden dann eben auch von Heiko kommentiert, viele unserer Einzeltitel sind dort schon beschrieben, die dann in diesen Index kommen und das wird nach und nach ergänzt, sodass alle Aktien, die wir eben in diesen Index aufnehmen, die werden in diesem Blog dann auch kommentiert werden. Vielleicht haben Sie Lust, dort mal reinzuschnuppern. Wir sind mit diesem ETF 100% investiert und Sie wissen das von uns, wir sind eigentlich, obwohl wir ja sehr bekannt geworden sind, für auch unser defensives Herangehen, wir sind wirklich diejenigen, die für die Aktie brennen. Und das liegt daran, dass wir langfristig steigende Aktienmärkte haben. Wir sehen hier das Ganze mal seit 1926 und sehen, dass wir dort bei ungefähr 10,5% im S&P 500 seit 1926 im Durchschnitt sind. Das vergleicht sich natürlich mit den Anleiherenditen sehr positiv und schafft auch gegenüber der Inflation langfristig einen Mehrwert, also eine reale Rendite. So ist der reale Kapitalerhalt möglich, der in diesen inflationären Zeiten ja besonders herausfordernd ist. Natürlich ist es so, dass wir aber dafür auch die Schwankungen aushalten müssen. Auch wenn die Aktienmärkte langfristig steigen, stehen wir immer wieder auch vor Zeiten, die dann eher herausfordernd sind. Und in solchen Zeiten sind wir aktuell. Das Thema Krieg hatten wir eigentlich alle nicht auf der Uhr. Da hat keiner dran gedacht, dass das bei uns mehr oder weniger vor der Haustür, das ist ja von Berlin aus keine 20 Stunden mit dem Auto nach Kiew. Und da muss man sagen, das ist schon etwas, womit ich auch nicht gerechnet hatte. Und wir wissen nicht genau, wo wirklich das Ganze jetzt sich beenden wird. Ich gehe davon aus, dass dadurch, dass eben immer mehr, auch wenn es alte Rüstungsgüter sind, immer mehr Möglichkeiten der Verteidigung und eben auch des Zurückschlagens der Russen vorhanden ist, dass wir tatsächlich eine Verhandlungslösung bekommen, die für Putin in irgendeiner Weise noch annähernd gesichtswahrend sein wird. Denn ansonsten gibt es eben wirklich nochmal Eskalationsszenarien, die uns nicht sehr erfreulich erscheinen. Die darf man auch nicht komplett verneinen. Das Risiko besteht, auch das Risiko eines langen, zermürbenden Kriegs. Aber dort ist eben auch eine Bedrohung der Position von Putin im eigenen Land denkbar, sodass es auch nicht in seinem Interesse sein kann. Also irgendwann müsste das doch sein Ende finden. Ich werde in Omaha, wo ich morgen hinfliege, worauf ich mich schon sehr darauf freue, meine Tochter fliegt sogar mit mir diesmal, die hat sich extra dafür Urlaub genommen und wird es nochmal jetzt erleben können, weil die beiden ja tatsächlich physisch auch präsent sind. Wir haben eben
Warren Buffett und sein Partner Charlie Munger tatsächlich auf der HV wieder. Und das kann eine der letzten Gelegenheiten sein, weil die Herren ja doch schon auch älter sind. Darauf freue ich mich sehr. Und den Vitali Katzenelsen, dessen Kommentar über Putin ich Ihnen hier mitgebracht habe, den werden wir da auch treffen und der wird uns nochmal en Detail, weil er liest die ganze Zeit schon die Pravda, also quasi das Regierungsorgan, die Zeitung, und er hört eben und sieht das russische Fernsehen und hört das Radio, um einfach genau diese Färbung, was dort wirklich alles kommuniziert wird, uns nochmal en Detail mitzugeben. Er ist vor Jahrzehnten ausgewandert, ist auch ein Value Investor, den ich schon seit Jahren über Omaha kennengelernt habe. Und ja, bin sehr gespannt, was wir von ihm noch lernen können. Denn es ist klar, dass eben Wladimir Putin dort ein echtes Ego-Thema hier auslebt, weil er eben eigentlich gedacht hat, er könnte überraschend der Nachwelt zeigen, was für ein toller Mann er ist. Und er merkt, dass diese Werte doch so verteidigenswert sind, dass Dinge passieren, die er sich nicht vorstellen konnte. Da liegt eben auch das Risiko. Daher ist es so, wir erleben kein normales Börsenjahr. Also wir sind durch die Nach-Corona-Zeit verwöhnt worden, durch die extreme Liquidität. Und jetzt gehen wir eben durch das Thema Liquiditätsentzug und Verteuerung der entsprechenden Kapitalkosten durch die erhöhten Zinsen. Und das ist etwas, was dann auch in den DCF-Modellen, den Diskontierungszinssatz, der wird eben höher gesetzt. Ich sehe das jetzt bei einigen auf der Sell-Side Research, die gar nicht so sehr aus den schwächelnden Gewinnen, die kommen erst, meiner Meinung nach, werden die Gewinne in eine Rezession gehen und nicht nur die Gewinne, sondern auch die Konjunktur, sondern erstmal, weil einfach der Diskontsatz für eben das DCF-Modell nach oben gesetzt wird und dementsprechend werden dann die Kursziele angepasst. Das ist also ein Grund, warum wir eben keine Multiple Expansion, also mehrere höhere KGVs bekommen, sondern tendenziell eben niedrigere, weil eben das auch an den Modellen zieht. Und wir sehen eben nach wie vor eine höhere Volatilität an den Finanzmärkten und eine Normalisierung der durch diese extreme Liquidität überhöhten Aktienmarktrenditen. Das ist das, was aktuell uns am wahrscheinlichsten erscheint. Jetzt gibt es natürlich auch immer weitere Gründe, nicht nur die Liquidität, sondern eben das Thema globale Rezession. Unsere Fondsmanager-Kollegen, die von der Bank of America Merrill Lynch, die befragt werden, die sehen eben als das größte Tail Risk tatsächlich eben die Rezession. Die sehen jetzt, dass dieser Russland-Ukraine-Konflikt vielleicht tatsächlich in eine Lösung, eine Verhandlungslösung endet. Deswegen wird er vom Risiko zurückgepreist. Die Inflation, klar, das haben wir erkannt. Und natürlich die Tatsache, dass eben jetzt die Zentralbanken sehr, sehr intensiv bemüht sind, die Zinsen zu erhöhen und die gekauften Anleihen zu verkaufen, dem Markt Liquidität zu entziehen. Besonders in den USA ist das der Fall. Die EZB ist, wie man das auf Englisch so schön sagt, way behind the curve. Also die haben es noch vor sich. Die werden jetzt auch durch den Markt herausgefordert. Und wir sehen, dass dort eben die Notwendigkeit ist, weil sonst das politisch eben nicht mehr verteidigbar ist bei den sehr hohen Inflationsraten. Die Rezession, das ist etwas, was eben tatsächlich meiner Meinung nach gar nicht mehr wirklich diskussionswürdig ist, dass die kommt, sondern ich sehe uns eigentlich schon mittendrin. Also ich glaube, dass das Q2 rückblickend der Startzeitpunkt für die Erkenntnis, wir sind in einer Rezession drinnen, sein wird. Das ist jetzt bisher der Verlauf, den wir konstatieren müssen. Der S&P hat sich bisher etwas besser gehalten und nur weil die Notenbank jetzt kommt, das war bisher der sichere Hafen in diesen Kriegszeiten, kommt es eben jetzt da ein bisschen unter Druck. Und umgekehrt hatten wir jetzt eine Erholungsphase, weil eben vielleicht dieser Krieg doch nicht so lange dauern wird und auch nicht so enden, wie es am Anfang zu befürchten war. Also haben sich die beiden wieder angenähert, aber zunächst war es eben so, dass die europäischen Börsen mehr gelitten haben. Besonders gelitten haben die Realverzinsung. Die Realrenditen sind massiv unter Druck gekommen, was natürlich an der hohen Inflation liegt.
Und ich sehe es so, dass wir tatsächlich jetzt schon so stark auf der Zinsseite nach oben gelaufen sind, dass wir davon ausgehen können, dass jetzt eine vielleicht schon temporäre Peak, wenn jetzt nicht nochmal ein Öl- oder Gasembargo kommt, das ist das Risiko, dass die Zinsen dann nach oben überschießen, dann sind so besonders auch in den USA die langlaufenden Anleihen, also die 10 oder auch die 30 Jahre, jetzt mittlerweile schon durchaus interessant. In Europa ist es noch nicht ganz so interessant, aber wir bewegen uns dort auch und ich werde in den nächsten Monaten dann auch mal zeigen, was da eigentlich das Potenzial ist. Wenn wir sehen, wie die EZB sich dort konkretisiert, was ist denn da wirklich möglich? Und das wird dem ein oder anderen Immobilienbesitzer vielleicht das erste Stirnrunzeln auf die Stirn zaubern, weil plötzlich werden eben dann die Anschlussfinanzierungen teurer. Und das kann auch bedeuten, dass wir das Ende dieser enormen Preissteigerung auf den Immobilien schon hinter uns haben. Bisher war das also mit den Anleihen wenig erfreulich. Und jetzt ist aber natürlich so, wenn die Zinsen dann so hoch sind und die Inflation zurückgeht, wovon ich ausgehe, dann sind die Anleihen tatsächlich interessant, antizyklisch. Deswegen habe ich das hier auch schon festgehalten. Ist das für diejenigen, die an Anleihen denken, schon mal gar nicht so uninteressant, weil die Inflation, die ist mehr oder weniger am Peak. Ich möchte also nochmal zeigen, dieser holprige Start ist tatsächlich so festzuhalten. Nasdaq über 20% Drawdown. Im Russell 2000 hatten wir es auch schon. Der DAX natürlich. Das bedeutet, wir sind in einen Bärenmarkt eingetreten. Das ist keine Frage, ob das jetzt ein Bärenmarkt wird, sondern es ist einer. Das ist sicher. Und der Grund dafür ist eben neben diesen Impulsen von dem Krieg ganz besonders das Thema Liquidität. Die Börse ist sehr stark getrieben von dem Sentiment, also von der Stimmung und von der Liquidität und natürlich sehr wesentlich von den Gewinnen und den zusätzlichen Gewinnen, den Steigerungen der Gewinne der Unternehmen. Das sind die wesentlichen Elemente. Die geldpolitische Lockerheit, die ist leider eben ein Teil der Vergangenheit und jetzt geht es um den kalten Entzug dieser Liquiditätsdroge, den wir durchleiden müssen. Und der Herr Powell hat das sehr deutlich gemacht, besonders bei der Fed. Nehmen die das sehr ernst. Jetzt haben wir das Thema China mit dem Lockdown, der jetzt nicht nur in Shanghai, den größten Markt, dem größten Hafen der Welt, dort stehen Schiffe noch und nöcher an zum Be- und Entladen. Und da findet nichts statt, weil diese ganze Stadt im Lockdown ist. Und jetzt betrifft es auch noch Peking. Und die Immobilienkrise, die haben wir gerade durchlitten. Beziehungsweise wir arbeiten uns daran noch ab. Europa hat den Krieg und in den USA sind die Konsumenten, deren Stimmung, das zeige ich auch noch, die brechen ein, deren Stimmung ist eben maßgeblich für ihr zukünftiges Ausgabeverhalten. Und es bedeutet, dass 70% der Wirtschaftsleistung in Amerika durch den US-Konsumer erbracht wird. Und wenn die in Zukunft weniger konsumieren, wird es auch dort rückläufige Bruttosozialproduktsentwicklung geben. Dazu kommt der steigende Inflationsdruck, die Gewinnspannen sind unter Druck, diese Lockdowns bedeuten weitere Probleme in der Lieferkette und diese Verspannungen führen zu weiteren Kostensteigerungen. Und dieser Inflationsdruck, der ist schon angekommen. Auch hier sehe ich, dass wir am Peak sind, aber es kann eben noch mal ein paar Wochen anhalten, bis dann diese Lockdowns sich lösen und diese Anspannungen dann tatsächlich sich so auflösen, dass wir sehen, wir sind eben hinter dem Gipfel der Inflation. Da sind wir jetzt aktuell gerade drauf. Ob wir dann noch ein paar Meter nach oben haben, das weiß ich auch nicht genau. Das ist immer nur eine Frage tatsächlich auch der Energiepreise. Gibt es dieses Öl- und Gasembargo mit Russland, dann könnte das eben nochmal ein Thema sein, wo wir noch einen draufsetzen, noch ein paar Meter vom Gipfel vor uns haben, aber nicht viel. Das Russlands-Ukraine-Kriegsthema bleibt uns erhalten. Auf der anderen Seite ist das Kriegsthema in China mit Taiwan dadurch etwas weniger wahrscheinlich geworden, weil so toll läuft das für Putin nicht, dass das für Xi Jinping gerade die Herausforderung ist, zu sagen, dann probiere ich das doch auch mal in Taiwan. Hier nochmal das Beispiel, warum ich vermute, dass der Gipfel der Inflation, dass wir darauf angekommen sind oder wir eben gerade dort die letzten Meter
drauf machen auf diesen Gipfel, um dann eben in das Tal wieder zu gehen. Die Erzeugerpreise sind tatsächlich schon um 30,9% angestiegen. Also das ist enorm. Und jetzt gibt es vielleicht wegen dem Lockdown nochmal einen kleinen Schnaps drauf, aber das wird auch nicht mehr viel sein. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ohne Öl- und Gasembargo wir tatsächlich den Gipfel mehr oder weniger hinter uns haben. Jetzt haben wir von der Konjunkturerwartungsseite her, die eigentlich typischerweise auch vorlaufend für die Aktienmärkte sind, sehen wir hier diese Erwartungen doch sehr negativ. Und ja, die Aktienmärkte haben einen Teil schon eingepreist, aber wenn man sieht, wie in der Vergangenheit die Impulse waren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir vor einer weiteren Anpassung an den Aktienmärkten stehen. Warum fällt der Markt nicht gleich schneller weiter? Es ist so, dass die Stimmung auch im Eimer ist. Also da muss man wirklich sagen, viel Angst ist schon eingepreist. Und ich zeige mal, wie das genau sich auswirkt. Wir sehen einmal die Wertwahrnehmung. Das ist das, was eben von Sentix ermittelt wird. Einmal die institutionellen Anleger. Das ist hier die blaue Linie. Und die rote Anleger sind die privaten. Jetzt ist es so, dass die Privaten noch weniger gerne Aktien auf 6 Monate für geeignet halten als die institutionellen. Das müssen Sie sich mal überlegen. Und dann würde man ja auch überlegen, was ist denn dann in den Handlungen reflektiert? Denn die überraschende Sache ist, Sie sagen, Sie wollen zwar diese Aktien nicht auf 6 Monate halten, die Privaten, aber gleichzeitig ist Ihre Positionierung weit über der institutionellen Anleger. Also die institutionellen Anleger haben ihre Überquoten reduziert. Die sind jetzt schon defensiver positioniert. Die das noch nicht gemacht haben, sind die Privatanleger. Gleichzeitig haben die nicht die Wertwahrnehmung. Und hier liegt das Risiko im Markt, dass wir nochmal eine Überraschung auf der Unterseite erleben. Natürlich gibt es auch immer Themen, wir haben ruckzuck Frieden in der Ukraine und dann kommt dieses Szenario nicht zum Tragen. Es kann schon reichen, weil viel Angst im Markt ist. Und wenn dann die Notenbanken sagen würden, oh, es wird ja doch rezessiv, wir erhöhen nicht so viel, dann kann das auch überraschend schnell in eine Hossphase wieder übergehen. Also nach dieser Anpassungsphase, die ich am wahrscheinlichsten halte, ist es so, dass natürlich die Notenbank dann sagt, so viel werden wir die Zinsen nicht mehr erhöhen und dann haben wir die nächste Rallye vor uns. Wir müssen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erst nochmal durchs Tauchbad durch. Das liegt auch daran, ich hatte das eben schon erwähnt, so sieht das aus mit dem US-Verbrauchervertrauen. Wenn man sieht, dass der US-Verbraucher, der hat unheimlich viel Geld bekommen durch die Fiskalmaßnahmen, durch die Notenbankmaßnahmen, war eben auch für die Immobilienbesitzer, die Hypotheken, Neuverschuldung hochattraktiv, die Zinslast geringer. Also haben die US-Haushalte tendenziell ein angenehmes Umfeld gehabt, um eben diese Corona-Phase gut hinter sich zu bringen. Und das ist immer noch der Rückenwind, warum es den Verbrauchern recht gut geht. Nur die Zukunft wird von Ihnen so schlecht eingeschätzt und das ist etwas, was sich dann in Ihrem zukünftigen Verhalten auch widerspiegelt. Noch dazu wird es die Zinsen steigen und die Wirtschaft nicht mehr so gut läuft. Wir erinnern uns an die Erzeugerpreise. Das führt nämlich dazu, dass eben viele Lager aufgebaut haben und wenn jetzt die Wirtschaft nicht mehr ganz so toll ist, dann erfolgt eventuell auch ein Lagerabbau, dann müssen die dort teuer eingekauften Güter abgeschrieben, abgewertet werden. Das wirkt sich auf die Gewinne aus. Dann werden weniger Menschen eingestellt als Arbeitnehmer und so weiter. Also kein besonders gutes, konstruktives Umfeld. Und das ist das Szenario, was wir eben für die Gewinnentwicklung erwarten. Besonders die zyklischen Aktien wird das hier treffen. Das ist von Morgan Stanley das Aggregat der entsprechenden Gewinnentwicklungserwartung und das Momentum ist rückläufig. Wenn man dann sieht, wie sich die zukünftigen EPS, also Earnings per Share, die Gewinne pro Aktien in den Jahresveränderungsraten entwickeln werden, dann sehen wir zunächst eine Gewinnrezession, ein rückläufiges Momentum und dann auch die sehr wahrscheinliche Unterschreitung und dann eben eine Rezession, ein wirkliches Eintauchen in negatives Gewinnmomentum. Das ist das, was leider aktuell aus allen Daten sehr wahrscheinlich ist. Gleichzeitig, weil eben die Inflation so ist und man sagen muss, die Menschen haben gesagt, wo soll ich denn hin mit meinem Geld? Immobilien sind zu teuer, bei der Anleihe verliere ich sicher, haben eben
alle gesagt, Mensch, bei der Aktie, das ist so ein bisschen wie, ich schaue mir die Hemden an, die ich habe, die im Schrank hängen, die will ich jetzt anziehen, muss heute ein schönes Hemd haben. Und ich stelle fest, oh, die Hemden sind dreckig, da ist irgendwas bei der Wäsche oder beim Bügeln schiefgegangen. Dann ziehe ich, wenn ich aber ein Hemd anziehen muss, das am wenigsten dreckige Hemd an. Und genau das ist so mit den Aktien. Das ist das am wenigsten dreckige Hemd, was ich anziehe. Und deswegen ist eben der Aktienmarkt noch nicht so unter Druck gekommen. Ich glaube aber, das steht uns noch bevor, dass wir eben etwas mehr Druck drauf brauchen. Denn unser Kapitulationsentscheidungsunterstützungssystem, also DSS, steht für Decision Support System, das hat in den USA noch nicht mal gezuckt. Also wir hatten noch keine Kapitulation. In Europa hatten wir die ersten Anfänge von Kapitulation schon zu sehen, aber in den USA noch gar nicht. Und dementsprechend muss man sagen, trübt sich das Bild auch für die USA ein. Und wir warten auf solche Sell-offs, auf wirklich solche Kapitulationsdaten. Und die könnten in den nächsten Wochen anfangen, sich zuzunehmen. Und dass man dann eben, und wir werden das auch mit Ihnen teilen, wenn es soweit ist, gute Impulse bekommt, um nach oben dann wieder frei zu sein und unten nochmal richtig Fahrt aufzunehmen. Ich gehe also davon aus, ich hatte schon erwähnt, dass die Rezession tatsächlich schon da ist, dass wir das aber erst mit etwas Verzug dann auch in den Medien sehen, weil wir eben aus den Konjunkturerwartungen, den Konsumentenerwartungen etc., den Lockdowns in China, das Wirtschaftswachstum, weil China ja so ein Zugpferd ist, bleibt es eben insgesamt schwach. Die Energiepreise werden hoch bleiben. Selbst wenn das in der Ukraine sich normalisiert, werden sie hoch bleiben, bis dann die wirtschaftliche Schwäche sie wirklich mal wieder runterbringt. Und es ist so, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass wir ein weiteres Fiskalprogramm bekommen, was die Wirtschaft unterstützen würden. Und die Staaten sind so deutlich überschuldet, dass das eben sehr unwahrscheinlich ist jetzt. Vielleicht zum Zeitpunkt, wo Trump wieder gewählt werden möchte, wird es dann nochmal einen demokratischen Impuls geben. Aber da greife ich schon dem nächsten Jahr voraus. Ich sehe also nochmal ein Programm kommen und dann kommt die Überschuldung, vielleicht auch die Staatsschuldenkrise in den USA. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns dann 2023 beschäftigen. Steuersenkungen sehen wir auch nicht mehr. Im Gegenteil, irgendjemand muss die Schulden zahlen. Es ist eher wahrscheinlich, dass es Steuererhöhungen gibt. Und ja, die Inflation hat jetzt erstmal die Unternehmensgewinne in die Höhe getrieben, aber das wird sich jetzt leider nicht mehr so behaupten können. Und weil dann die Beschäftigung leidet, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in Q2 den Rezessionsbeginn in Europa haben und mit etwas Zeitverzug dann auch in den USA. Ich gehe jetzt über in Richtung der Fondsmandate, die Sie ja von uns schon kennen. Und möchte damit an den Sebastian Bleschke übergeben, damit er den Frankfurter Stiftungsfonds Ihnen vorstellt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frank. Wir haben ja eben gerade schon unsere vier Mandate gesehen. Da kommt dann später noch der ETF dazu. Und ich fange jetzt mal mit dem defensivsten der Mandate an, dem Frankfurter Stiftungsfonds. Jetzt sind wir eine Folie zu weit, genau. Ist unser defensivster Fonds, den wir Anfang 2020 nochmal umgestellt hatten. Und der hat seitdem eine Performance von 13,2% erwirtschaftet. Und in diesem Jahr, Sie haben ja vorhin die Märkte gesehen, wie sie dann doch dieses Jahr schwächer waren, hat sich ganz gut mit nur minus 0,54% gehalten durch seinen defensiven Charakter und durch bestimmte Auswahl von Einzeltiteln, auf die ich jetzt nochmal zu sprechen komme. Die Hauptperformance-Treiber waren hier die folgenden 10. Ich fange mal auf der rechten Seite an, bei denen, wo es Neuigkeiten gibt. Das ist zum einen die EQS, die hat dieses Jahr unsere Performance belastet, war aber auch die letzten 2 Jahre einer der Hauptperformance-Treiber nach oben. Hier gab es eine Kapitalerhöhung, um die Finanzierung, um die Akquisition zu finanzieren. Und unter anderem wurde auch noch eine weitere Firma gekauft, was in unseren Augen auch völlig Sinn macht. Trotzdem hat das ein bisschen auf den Aktienkurs negativ gewirkt. Sie wissen ja, EQS stellt ursprünglich für den Investor Relations Bereich Systeme zur Verfügung wie DGAP, um Ad-Hoc-Meldungen zu veröffentlichen und andere Systeme. Daneben aber auch in den letzten Jahren hat EQS den Compliance-Bereich ausgebaut. Und der Compliance-Bereich umfasst ursprünglich jetzt das
das Whistleblowing-System, was ab jetzt oder ab nächsten Jahr spätestens Pflicht ist für alle Firmen größer 250 Mitarbeiter. Und jetzt gibt es eine weitere EU-Regulierung, die EQS in die Karten spielt. Und das ist wieder für alle Firmen größer 250 Mitarbeiter, dass diese nun auch einen ESG-Report erstellen müssen. Da hat sich EQS gesagt, naja, also wenn wir sowieso schon die Firmen quasi als Kunden haben durch das Whistleblowing, weil es genau die gleichen Firmen sind in Europa, warum nicht dann auch den Firmen unter die Arme greifen beim ESG-Report? Weil wenn man einmal einen ESG-Report gemacht hat, weiß man, was das für ein Aufwand ist. Und dort haben sie halt eine Akquisition getätigt in dem E-Teil, in dem Environmental-Teil, der auch nicht immer einfach zu berechnen ist. Der CO2-Fußabdruck von der Firma ist nicht ganz trivial zu berechnen. Und da haben sie sich stärker aufgestellt, sodass wir da auch weiter davon ausgehen, dass sie langfristig überdurchschnittlich wachsen können, sowohl in dem Whistleblowing-Bereich als auch in diesem ESG-Bereich, weil sie dort einfach gut aufgestellt sind und die Kundenkontakte schon haben. Weitere Firmen, bei denen es Neuigkeiten im letzten Quartal gab, sind zum Beispiel die Intershop auf der positiven Seite, kennen Sie auch schon seit einigen Jahren von uns, Softwarehersteller für B2B E-Commerce-Shops. Und da hat sich die Intershop nun auch ein bisschen breiter nochmal aufgestellt und hat Spark AI gekauft, die dabei hilft, die Suche in den Shops besser zu machen. Sie haben ja auch schon mal alle online eingeschaut. Das ist ein großer Unterschied, je nachdem, wo man, in welchem Online-Shop man sucht, wie gut diese Suche ist und wie frustrierend diese Suche ist. Manchmal geht man dann doch wieder zu Google zurück und versucht, das Produkt zu finden und geht dann wieder mit der genauen Typenbezeichnung wieder auf den Shop, weil die Suche so schlecht ist oder weil einem schlechte weitere Produkte empfohlen werden. Und genau das hat die Intershop auch erkannt, dass da einfach Nachbesserungsbedarf ist, vor allem auch bei den B2B-E-Commerce-Shops, wo Intershop tätig ist, hat da Spark AI gekauft. Und die ersten Tests, die jetzt schon seit einiger Zeit laufen, haben auch gezeigt, dass die Conversion, also wie viel umgesetzt wird mit einem Kunden, direkt um 20% gesteigert werden kann, ohne großen Aufwand oder Veränderungen im Online-Shop. Das ist also unserer Erachtens eine sehr interessante Akquisition. Und auch das hat der Intershop im letzten Quartal geholfen. Dann die Modern Times Group, die haben wir letztes Mal auch schon angesprochen. Da war das ganz frisch. Modern Times Group haben wir erst vor einiger kurzer Zeit gekauft. Und da kam es jetzt schon zu einem Katalysator, dass die Modern Times Group ursprünglich aus E-Sports bestand und auf einem Mobile Gaming, also Spieleentwickler, Teil. Und dieser E-Sports Teil, der wurde Anfang des Jahres für einen hohen Kaufpreis verkauft. Deswegen befürworten wir das auch sehr, diesen Schritt. Und der Spieleentwicklungsteil ist jetzt übrigens also ein Pure-Play-Spieleentwickler jetzt, den wir jetzt hier im Portfolio nach wie vor haben. Und hier den zweitgrößten Performance-Beitrag im ersten Quartal oder bis jetzt geliefert hat. Und dann der größte, zu dem ich auch gleich mal im Detail komme, ist die PNE. PNE haben wir schon lange im Frankfurter Stiftungsfonds, haben wir bei rund 2,50 Euro gekauft. Das ist jetzt also fast ein Verfünffacher bei uns im Frankfurter Stiftungsfonds. Und PNE spielen einfach derzeit viele Dinge in die Karten. Wir hatten die damals gekauft, weil wir gesagt haben, die erneuerbaren Energien sind das Thema oder eines der großen Themen für die nächsten Jahre. Wir werden nicht drum herum kommen, die stark auszubauen. Und da war PNE und ist PNE einer der etabliertesten Anbieter in Deutschland und auch tätig weltweit. Und jetzt kommen nochmal eben Sondereffekte hinzu, die das nochmal weiter beschleunigen. Das ist zum einen die Regulierung. Die Ampelkoalition legt ein ganz anderes Tempo vor wie die Vorgängerregierung. Hier sieht man mal, wenn die Ziele erreicht werden sollen, die ausgerufen sind, brauchen wir im Vergleich zu 2021, zum vergangenen Jahr, eine Verachtfachung des jährlichen Zubaus an Wind, sowohl onshore als auch offshore zusammengenommen. Offshore wurde quasi letztes Jahr gar nicht mehr ausgebaut, ist komplett zum Erliegen gekommen. Auch das soll wieder ausgebaut werden. Es ist also eine Verachtfachung des jährlichen Zubaus. So viel Zubau hatten wir noch nie in irgendeinem Jahr. Und das soll über die ganzen nächsten Jahre passieren. Kann man sich also vorstellen, wo da vielleicht ein Engpass ist. PNE ist ja ein Windparkprojektierer,
ursprünglich, komme ich gleich zu, dass Sie das Geschäftsmodell auch nochmal erweitert haben. Das heißt, wirklich von der ersten Planung, wo könnte ich ein Windrad hinstellen, bis zum Hinstellen des Windrads und dann des Verkauf des Windparks an einen Investor und dann auch die weitere Betreuung übernimmt PNE, die gesamte Wertschöpfungskette, kaufen natürlich Turbinen ein, das machen sie jetzt nicht selber, aber die gesamte Planung und Projektierung ist bei PNE. Und da gibt es auch nicht unendlich viele Projektierer im deutschsprachigen Raum, sodass, wenn da eine Verachtfachung stattfindet, wir davon ausgehen, dass auch eine PNE davon profitiert. Des Weiteren hat PNE sich auch dort weiter aufgestellt und macht auch mittlerweile Photovoltaik. Und auch hier plant die Ampelkoalition eine Vervierfachung des jährlichen Zubaus. Also auch da ist Rückenwind für die PNE. Und jetzt hat die PNE aber die richtige Entscheidung getroffen, vor einigen Jahren zu sagen, wir werden nicht mehr alle Windparks und Solarparks verkaufen, sondern wir werden auch einige in den eigenen Bestand nehmen, weil das für uns sehr lukrativ ist. Wir wissen, was die besten Windparks sind. Wir wissen, was die besten Solarparks sind. Wir wissen genau, wie dieses Geschäft funktioniert. Wir schließen sogar für den Investor die Verträge ab, zu welchem Preis der Strom dann am Ende verkauft wird. Warum behalten wir die nicht, wenn wir genug Kapital haben, die Parks, die Windparks und die Solarparks im eigenen Bestand und verkaufen den Strom direkt? Also verkaufen den Windpark nicht. Und da spielen natürlich jetzt durch die, schon vor der Ukraine-Krise, aber auch jetzt natürlich durch die Ukraine-Krieg eskalierten Gaspreise und Strompreise, spielt ihnen das natürlich in die Hände, dass die Strompreise so steigen. Und da muss man im Hinterkopf haben, könnte man natürlich sagen, ja, das ist jetzt eine temporäre Sache und das wird jetzt wieder zurückgehen. Wir glauben, das wird aber nicht auf die alten 40 Euro pro Megawattstunde hier zurückgehen, wie das die ganzen letzten Jahre im Prinzip der Fall war, sondern solange wir davon ausgehen, dass wir Gas demnächst nicht mehr aus Russland importieren, sondern Flüssiggas importieren, das wird unterm Strich teurer sein als das verhältnismäßig günstige russische Gas. Und wenn man weiß, wie im Strommarkt sich Preise ergeben, nämlich über das Merit-Order-Modell, das heißt, das teuerste Kraftwerk, was zu einem gegebenen Zeitpunkt online ist, bestimmt den Strompreis. Und die teuersten Kraftwerke in Deutschland sind die Gaskraftwerke. Und dementsprechend bestimmt quasi der Gaspreis indirekt, wie hoch der Strompreis ist, auch wenn es darunter ganz viel Photovoltaik und Wind gibt. Aber solange wir Gaskraftwerke haben, werden die Strompreise erhöht bleiben, solange der Gaspreis auch erhöht ist. Insofern hat hier PNE Rückenwind, selbst wenn es jetzt wieder einen rückläufigen Strompreis gibt, versucht PNE sich jetzt über längere Zeit diese erhöhten Strompreise zu sichern und so auch in den Folgejahren davon profitieren zu können. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt bei der PNE, die es rechtfertigt, warum das auch bei uns die größte Position ist, ist, dass die Anteilsstruktur recht interessant ist. Morgan Stanley hatte vor einigen Jahren versucht, für 4 Euro die PNE zu übernehmen und von der Börse zu nehmen. Das ist nicht geglückt. Und damals waren zum Beispiel der Active Ownership Fund oder auch Endkraft der Meinung, dass die Firma deutlich mehr wert ist. Das hat sich natürlich jetzt nochmal weiterentwickelt, sodass natürlich da auch immer wieder Übernahmefantasien in dem Titel drin sind, dass nicht vielleicht Morgan Stanley es doch nochmal versucht. Auch das ist ein interessanter Katalysator, den es in der PNE gibt. Und all das zusammengenommen führt dazu, dass wir weiterhin daran festhalten, dass die PNE bei uns der größte Titel ist. Zweitgrößter Titel ist die AOC Value mit Agfa, profitiert derzeit, weil eben gerade, glaube ich, auch schon eine Frage kam bezüglich, was die Zinsen für eine Auswirkung auf die Unternehmen selber haben. Natürlich, wenn man viel hohe Schulden hat, wird es teurer, sich zu verschulden. Aber bei AOC ist im Prinzip der umgekehrte Effekt. Hohe Pensionslasten, die bei fallenden Zinsen steigen, weil man sie nicht mehr so stark abdiskontieren kann. Aber bei steigenden Zinsen fallen die und bei fallenden Zinsen steigen die Pensionslasten. Insofern war es die ganzen letzten Jahre eine Belastung und jetzt eine Entlastung für Agfa. Das spielt jetzt auch positiv rein. Deswegen waren sie auch in diesem Quartal positiv in der Kontribution. Und die Intershop bleibt die drittgrößte Position. Insgesamt sehen Sie, wir sind derzeit etwas defensiver unterwegs, hat Herr Fischer schon ausgeführt, warum. Edelmetalle machen, also Gold macht nach wie vor 9% bei uns aus und der Fokus liegt nach wie vor auf dem europäischen Raum bei den Aktieninvestments. Damit gebe ich weiter an Jeffrey mit dem Prima. Ja, vielen Dank, Sebastian.
Und hallo alle. Jetzt geht es weiter mit dem Thema globale Werte. Das ist unser globales Mandat, der sich auf Qualitätsaktien fokussiert. Ich denke, die Sie, einige von Ihnen sicherlich schon seit Jahren verfolgen. Dieses Jahr ist es so, also das letzte Jahr haben wir ja sehr erfolgreich mit über 22% Performance beendet. Dieses Jahr natürlich sind wir auch als Aktienfonds, Mischfonds nicht ungeschont gewesen von der Volatilität des Marktes und liegen damit bei ungefähr minus 10% jetzt. Wenn wir auf die nächste Seite jetzt gehen, können Sie sehen, dass diese Volatilität im Markt eigentlich ziemlich global aufgestellt ist und nicht nur auf die europäischen oder die amerikanischen Werte dann spezifisch präsent ist, sondern auf der positiven Seite sehen Sie natürlich, dass einige Titel, einer von unseren größten Titeln, zum Beispiel die Berkshire Hathaway, einen ganz guten Performance noch hatte. Aber natürlich auf der negativen Seite hatten auch einige Titel gelitten. Darunter sehen Sie eine englische Firma wie Croda, eine Firma aus Neuseeland wie Raymond, eine Firma aus Italien wie Grupo Mutui und auch amerikanischen Firmen wie Netflix. Das ist dann, stellt wieder her, diese breite Aufstellung von dieser Volatilität am Markt, die von zum Beispiel der Ukraine-Konflikt als auch die Zinserhöhung dann begründet ist. Wenn wir auf das nächste Folie eingehen, ins Detail, können Sie sehen, wir sind ja ein Mischfonds und das nutzen wir momentan auch aus. Wir haben, obwohl eine Brutto-Aktienquote von etwa 90%, haben wir nur eine Netto-Aktienquote momentan von ungefähr 60%. Und das hat damit zu tun, dass wir auch hedgen. Ungefähr 30% von unserem Portfolio ist dann real gehedged gegen diese Marktrisiko, die wir, wie der Herr Fischer auch erwähnt hat, immer noch in dem Markt momentan sehen, wegen die ganzen Gründe, die auch politisch und auch wirtschaftlich momentan in dem Markt sind. Von der Top 10 Aktientitel, da können Sie sehen, wir fokussieren uns ja auf besonders stabile und gute und auch Firmen, die wir als Qualitätsfirmen bezeichnen, aber wirklich die zwei Charakteren haben. Das eine ist, dass die strukturell wachsen und das zweite ist, dass die Firmen konsistente Performance und auch eine faire Bewertung dann haben. Also darauf sehen Sie, dass es wenig Veränderung eigentlich gab in unseren Top 10 Aktien. Die Top 5 bleiben weiterhin, die Amazon, Berkshire, Roche, Ryman und die Alphabet. Aber darunter sehen Sie auch viele Firmen, die nicht weltweit, sondern auch in Europa tätig sind, wie AirTech und Diploma und Novo. Was ich Ihnen heute nochmal ausführlich zeigen wollte, ist, dass wir einen Fokus wie immer auf Qualitätsaktien hatten, aber nicht alle Firmen, die neu ins Portfolio kommen oder in dem Portfolio sind, zum Beispiel amerikanische Unternehmen sind oder englische Unternehmen und Large Caps oder Mid Caps. Es gibt auch kleinere Firmen in unserem globalen Mischfonds. Eine davon, die wir in den letzten 3 Monaten zuaddiert haben, ist die Steff SA. Das ist eine Firma in Frankreich. Und die wollte ich heute ein bisschen vorstellen, um einfach einen Einblick zu geben, dass wir auch viele europäische gute Firmen haben, die vielleicht ein bisschen anders wahrgenommen wird als einigen von den anderen Firmen, die wir auch im Portfolio haben, wie Amazon oder die Roche eben. Hier ist es ein Unternehmen in Frankreich, die damit zu tun hat, Transport und Logistics mit temperaturempfindlichen Produkten darzubieten.
Und sie sind hauptsächlich ein französisches Unternehmen, die wir auch schon seit mehreren Jahren, also seit 2013, 14 kennen, aber wo wir erst neulich die Gelegenheit hatten, das einzukaufen ins Portfolio. Aber wie viele von unseren Firmen besitzt das auch die Komponente oder die Charaktere, die wir immer in unsere Firmen suchen. Das eine ist ein Business Owner. Dort ist das Management-Team geleitet von Stanislas Lemoore, eigentlich auch jemanden, der ein Owner-Manager ist, wo sie auch viele Anteile an den Aktien haben. Und das andere, wo wir sicherlich immer nachsuchen, ist dieses Economic Mode oder dieses strukturelle Wettbewerbsvorteil. Da ist es einfach so, die Firma Steff ist in Frankreich der Marktführer und kontrolliert etwa 40% des Volumens von alle Transport von gekühlten Waren, die dann ins Supermarkt und in andere, Essens- und Restaurantbereiche eingehen. Und weil sie auch so eine sehr starke Marktposition in Frankreich haben und auch sehr gute Dichte von Kühllagerhäusern in Frankreich, haben sie natürlich dieses Vorteil, dass dieses Netzwerkdichte dazu führt, dass sie viel effizienter sind und die Routen von ihren Transport-Vehicles viel besser planen können als die Wettbewerber. Und das bedeutet natürlich, dass die langfristig mehr Erfolg haben und auch über Zeit einfach bessere Renditen. Das hat aber alles damit zu tun, dass sie eine gute Firma sind. Es ist in diesem Fall sogar auch für uns sehr erfreulich, der Fall, dass diese Firma nicht zu teuer ist. Bei einem KGV von ungefähr 10,5 ist das eine der Firmen, die wahrscheinlich den niedrigsten KGV in unserem Portfolio hat. Und das fanden wir eigentlich sehr schön, mit einer Dividendenrendite von ungefähr 3% ist das eine erfreuliche Addition zu unserem Portfolio. Letztens wollte ich Ihnen einfach zeigen, aber das bedeutet nicht, dass es anders ist langfristig als die anderen Firmen, wonach wir suchen. Das ist auch eine Firma, die sehr erfolgreich ist, wegen dieser strukturellen Wettbewerbsvorteile. Und wenn Sie diesen Chart über die letzten 10 Jahre sehen, dann können Sie auch mitverfolgen, dass diese Firma in dem fundamentalen Sinne auch die Umsatz gestiegen und auch die Gewinne deutlich gestiegen sind und damit auch der Aktienpreis nach oben gegangen sind. Es war hier wirklich auch der Fall, dass wegen Corona, als es angefangen hat in 2020, dann auch die Firma und der Aktienpreis insbesondere hier nach unten gegangen ist. Und das hat sich nur begrenzt jetzt erholt. Das letzte Jahr und die Resultate in 2021 waren schon sehr gut. Und auch dieses Jahr sind die Zahlen von der Firma eigentlich sehr gut. Und wir haben, würde ich auch sagen, ein bisschen Glück, dass wir jetzt bei diesem Preis, die eigentlich noch sehr fair ist, diese Firma einkaufen könnten. Das war's von meiner Seite aus heute und ich gebe dann weiter an den Herr Fischer wieder. Vielen Dank, Herr Fey. Jetzt komme ich nochmal zum Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und möchte Ihnen einfach neben der Langfrist-Performance natürlich auch mal zeigen, wie wir aktuell mit den Risiken umgehen und was unsere Antworten auf die Herausforderungen sind. Die Steuerung habe ich, glaube ich, jetzt wieder. Ja, da ist sie. Vielleicht hier auch nochmal die Herausforderungen, die sich bei uns stellen. Zum einen haben wir in dem Telekommunikationsbereich Netflix und Meta. Das sind die beiden, die uns wirklich ein kleines Loch reißen. Und jetzt ist die Frage, sind diese Geschäftsmodelle gebrochen? Bei Netflix möchte ich da nochmal im Detail drauf eingehen, weil wir dort eben relativ spät nach den Kurskorrekturen angefangen haben zu kaufen. Und jetzt sind wir trotzdem nochmal eine Treppe tiefer gegangen. Und ich möchte Ihnen gerne mal zeigen, wie wir darüber denken und was unsere aktuelle Wahrnehmung zu diesem Investment ist. Bei Meta handelt es sich um die Aktie, die Sie ja alle als Facebook kennen und wo jetzt tatsächlich die Investitionen
in das Metaverse, die werden separat berichtet. Und damit wird das, was in der Vergangenheit einfach so versteckt wurde, durch diese enormen Gewinne, die die Firma erwirtschaftet, sichtbar. Nämlich, dass die dort 10 Milliarden circa an, das ist ja richtig viel Geld, 10 Milliarden Dollar, eben an Verlusten schlucken, um in die Zukunft zu investieren. Und den einen oder anderen beunruhigt das uns nicht. Wir glauben, dass die mit am besten positioniert sind, um, wenn das denn so greifen sollte, dass das Metaverse so eine Chance ist, wo sie auch ihre eigene Währung innerhalb dieser Plattform tatsächlich umsetzen, was ihnen ja bisher so zum Beispiel im Kryptobereich und auch für andere Ideen nicht gelungen ist. Und dementsprechend ist es so, dass wir sehen, dass das vielleicht zurzeit die günstigste all dieser Technologieaktien ist. Und wir eben sehen müssen, dass es in der Vergangenheit auch sehr gute Performance-Beiträge gebracht hat, aber wir jetzt quasi den Großteil dessen auch zurückgehandelt bekommen haben. Hat uns jetzt erstmal bei der Performance nicht geholfen. Die Ryman leiden unter den steigenden Zinsen in Neuseeland. Es ist allerdings so, dass wir gesehen haben, dass es in der Vergangenheit gar nicht operativ zu Problemen für Ryman geführt hat. Denn wenn ich ins Altersheim muss, dann ist das etwas, was ich nicht wegschieben kann. Mein Alter arbeitet gegen mich, also muss ich da rein. Und die Immobilienpreise sind auch in Neuseeland unglaublich gestiegen, sodass ich eben auch mir das erlauben kann, durch die Veräußerung meines Eigenheims ein Anrecht auf dieses Eigenheim mir zu erwerben. Und dementsprechend war es noch nie so günstig, in diese fantastisch geführten Alten- und Pflegeheime eben einzuziehen. Trotzdem gibt es eben immer auch Stimmung im Markt und steigende Zinsen lastet auf dem Gesamtmarkt und dann eben auch die Ängste, die unserer Meinung nach ungerechtfertigt sind, auf den Ryman. Tencent sollte unserer Meinung nach sogar von dem Lockdown in China profitieren, weil eins wird der Xi Jinping jetzt nicht machen, den auch noch verbieten zu spielen. Und dementsprechend ist es so, dass Tencent eigentlich jetzt Rückenwind hat. Bei Grupo Mutui Online ist ein Kursrückgang auch zu vermerken. Auf der anderen Seite sind wir jetzt schon wieder auf einem Preisniveau, wo diese Aktie doch wieder sehr attraktiv wird. Ich will nicht verhehlen, dass wir oben eben auch mal ein bisschen was gegeben haben und wir uns jetzt überlegen, ob wir in die von uns erwarteten weiteren möglichen Kursrückgänge nicht diese Position erneut wieder ausbauen. Man kann ja auch mit den Aktien den Kernbestand halten und dann eben, wenn es mal etwas überschießt, auch mal etwas mitnehmen, um das dann unten wieder einzuladen. Das gehört ja auch zu unserem Geschäft. Auf der positiven Seite ist die Übernahme der John Menzies zu vermerken. Wir hatten die Gelegenheit, das war noch so um die 280 Pence. Wir kriegen jetzt 608 Pence in der Übernahme. Bei um die 280 haben wir noch eine Kapitalerhöhung mitgemacht. Operativ hat sich die Firma sehr, sehr gut entwickelt. Unter der Führung durch den von uns mit initiierten Wechsel des Chairmans, Philipp Joining, war es so, dass die Firma sich sehr, sehr gut mit dem gesamten Management-Team entwickelt hat. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Aktie, die eher dem klassischen Value-Stil angehört und in der Corona-Krise als Abfertiger von Flugzeugen, dort wird betankt, dort wird gesäubert, das Passagiergepäck wird transportiert. All diese Elemente sind eben natürlich von Corona betroffen gewesen. Nicht so sehr der Bereich des Transports von allen möglichen Gütern. Das ist sehr stabil und auch hoher margig. Das sind die Themen, die John Menzies auszeichnen. Die Aktie war halt unter 100 Pence in der Corona-Krise. Jetzt bei 608 Pence haben wir uns entschieden, das Übernahmeangebot anzunehmen und dort fließt uns dann der Cash aus dieser Position demnächst zu. Ja, Berkshire hat ja auch Jeffrey schon kommentiert. Wir haben im nordischen Bereich mit Protector Versicherung eine entsprechende Versicherung, die durch auch steigende Zinsen profitiert und wo die, da gab es solche kleinen Silberfischchen, da gab es nicht gut dotierte Risiken, die sich in den Häusern, die diese Silberfische hatten, hat sich negativ ausgewirkt. In der Zeit konnten wir die Position ausbauen und die Firma wird sehr gut geführt. Auch
im Anleihen, in Unternehmensanleihen, Aktien wird gut investiert, also sehr gute Kapitalrenditen auch erwirtschaftet, besser als das zum Beispiel in Deutschland, auch wegen der Regulierung der Fall ist. Nicht ganz so gut wie bei Berkshire, das ist dort leider nicht möglich, aber eben mit guten Wachstumschancen nicht so sehr mehr in Skandinavien, da ist es okay, aber besonders in England, wo sie noch am Anfang ihrer Wachstumsphase sind und wir lieben ja das Wachstum. ACFA kommentierte Sebastian schon, die Pensions, aber es gibt auch andere Bereiche, die sich sehr gut entwickeln. Der Offset-Bereich ist eher zurzeit belastet, ist aber auf der anderen Seite auch hier der größte Teil der Pensions. Und es kann durchaus sein, dass wir, nachdem auch in China dann der Lockdown sich erübrigt, wir vielleicht auch eine strategische Änderung bekommen, denn dieser Bereich Offset wurde abgespalten, ist in einer separaten Entity. Ich glaube, im März, April wurde das verkündet, sodass in diesem Jahr eventuell auch eine Transaktion, weil das nicht strategisch Kern der Firmenstrategie ist, möglich werden könnte. Also wäre dort ein Katalysator für eine deutliche höhere Bewertung der ACFA auch möglich. Anheuser entwickelt sich, was den Bierverbrauch betrifft, ordentlich. Ja, Corona hat dort eben ein Loch gerissen, aber wenn man sich durchdenkt, dass das sich doch jetzt normalisieren könnte, ist dort noch viel Aufholpotenzial. Ich gehe jetzt nochmal auf Netflix ein. Das wesentliche Element der Enttäuschung ist, dass die Abonnentenzahlen nicht wachsen, sondern zurzeit schrumpfen. Und das liegt nicht nur an den 700.000 Abonnenten, die jetzt in Russland eben nicht mehr Netflix schauen können, die man eben auch verkraften musste, sondern insgesamt waren es eben über 2 Millionen Rückgang aller Abonnenten und jeder hat gehofft, dass das weiter so geht. Wir sind uns der Sache sicher, dass wir in dem Gesamtmarkt weiteres Wachstum haben, aber nicht unbedingt für das nächste Quartal, sondern wenn wir über die nächsten 10 Jahre über eine Firma nachdenken, dann ist es so, dass der wesentliche Trend ist, dass lineares Fernsehen, also das, was Sie über Kabelfernsehen zu Hause nicht streamen, sondern eben linear konsumieren, genau dann, wenn es eben abgestrahlt wird, das wird rückläufig sein. Und profitieren werden davon die Streaming-Dienstleister. Netflix hat neue Wettbewerber, aber die werden natürlich auch damit zu kämpfen haben, dass eben mehr Wettbewerb ist und nicht jeder wird sich in diesem Wettbewerb durchsetzen können. Wir gehen fest davon aus, dass Netflix zu den 3 oder 4 Gewinnern gehören wird und von diesem langfristigen Trend des Rückgangs der linearen Fernsehkonsums profitieren wird. Meine Kinder schauen gar kein Fernsehen mehr. Die sind nur noch in Streaming oder Apps unterwegs. Das Einzige sind Sportevents, die sie dann linear konsumieren. Und so wird das sein mit den Generationen, die eben dann ihr Konsum weiter verändern, werden wir deutliches Wachstum haben. Gleichzeitig ist es so, dass normale Fernsehsender Kapitalrenditen jenseits der 20% auf ihre Eigenproduktionen erwirtschaften. Und Netflix produziert immer mehr Eigenentwicklung. Ob das jetzt Bridgerton ist oder Emily in Paris oder wie die alle heißen, da ist eben viel an Blockbuster-Potenzial. Und aus diesem eigenen Content, den ich übrigens auch über die ganze Zeit eben immer wieder verwerten kann und dort nicht neu abschließen muss, um eben genug Vielfalt in meinem Angebot zu haben, auch für Neuabonnenten, das kann ich eben dann auch wiederverwerten. Das sind alles Trends, die langfristig bestehen. Also wir wissen auch nichts über das nächste Quartal. Wir wissen nur, die haben angekündigt, einmal durch diese Wettbewerbsbedrohung, dass eben doch über Advertising, also werbefinanzierte Streaming-Dienste ihnen Marktanteile abnehmen, ist die Antwort, das machen wir jetzt auch selber. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie eben sich dort verteidigen können. Und zum anderen sind sie in der Lage, davon werde ich auch persönlich betroffen sein, meine Kinder sind nicht mehr in unserem Haushalt. Mein Sohn lebt in eigentlich ja Koblenz, in der Nähe von Koblenz, studiert er jetzt, demnächst aber in Berlin. Und da sehen Sie schon das Problem, nicht mehr im Haushalt, meine Tochter auch in Berlin. Das heißt, dort sind eben in einer Familie, die wir teilen uns das Login und jetzt hat Netflix gesagt, sie werden das nicht mehr ermöglichen, dass man, wenn man in separaten Locations ist, dasselbe Login sich teilt, ohne etwas mehr zu zahlen. Und da ist die Pricing Power da.
meinen Kindern das Netflix-Abonnement wegzunehmen. Das wird nicht passieren. Wir werden uns das weiterteilen. Ich werde einfach einen Teil dieser Kosten schlucken. Vielleicht wird es der ein oder Abonnent nicht machen und die werden welche verlieren, aber das werden die schon kalibrieren können, um zu gucken, wie diese Maßnahmen greifen und zu welchem Preispunkt man das richtig machen kann. Da gibt es viel datenbasierte Analysen, künstliche Intelligenz, die nicht nur helfen, den Content zu entwickeln, sondern auch die Abonnenten mit den richtigen Preispunkten abzufischen, weil lineares Fernsehen halt weniger Spaß macht. Hier sehen Sie nochmal unsere Aufstellung. Die Seconet, kennen Sie schon lange von uns, ist natürlich mit enormen Rückenwind versehen, weil insbesondere auch der Ukraine-Krieg eben mit Russland hat natürlich nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, sichere Netzwerkarchitektur zu haben. Und dort gibt es jetzt neue Initiativen, die sind über die nächsten Jahre unglaubliche Umsatz- und Gewinntreiber für Seconet. Zum Beispiel eine sichere Cloud-Infrastruktur, nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch in der Bundesregierung. Und das trifft, was relativ neu für Seconet ist, auch alle Bundesländer. Wir sind ja föderal strukturiert und bisher war man eher eben in den Ländern unterwegs und jetzt in dem gesamten Land. Und jetzt geht es in die Bundesländer. Da sind noch viele, die man gewinnen kann für neue Dienstleistungen, neue Produkte, auch die Gesundheitskonnektor, wenn Sie Ihre Gesundheitskarte beim Arzt reinstecken, da ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein Seconet-Gerät ist, denn Seconet ist der Marktführer. Mit weitem Abstand vor der CompuGroup sind Sie der Platzhirsch. Und jetzt wird eben das Zertifikat auslaufen, sodass es alles neu gemacht wird. Und es wird eine sichere Cloud auch geben, wo dann eben unsere Patientenakte über die Apps auf den Handys mit zu verwalten sein wird. All das sind riesige Chancen. Und natürlich auch diese über 100 Milliarden, die für die Bundeswehr ausgegeben werden. Auch dort gibt es Bedarfe, zum Beispiel die sichere Kommunikation von den Soldaten, die eben untereinander sich koordinieren müssen mit Sprache und Daten. Dort hat über die Übernahme der StashCat die Seconet eine sehr gute Lösung, wie so eine Art WhatsApp, können Sie sich das vorstellen, nur halt noch sicherer. Und das sind alles Elemente, wo wir wissen, auch wenn wir nicht absehen können, wann das greift und ob es mal auch wieder ein schwaches Quartal gibt, der langfristige Trend bei Seconet ist unglaublich gut. Bei Montauk, da geht es über eine Renewable-Firma, die auf Mülldeponien das dort entstehende Gas abgreift und verwertet. Und dort ist eben einiges abzugreifen, jetzt auch mehr in Richtung Biogasentwicklung, die sehr gewinntreibend sind, wenn eben Schweine zum Beispiel eben aus der Scheune rausgebracht werden, dann kann man diese fluten und das Gas landet im Tank und dann kann ich das Biogas verwerten und es ist eben nicht mehr so belastend für die Atmosphäre, was dort eben alles an Methanentwicklung und anderen Gasen kommt. Also auch hier wiederum das Thema Klimawandel als Trend, wo wir eben sagen, das ist auch etwas, was nachhaltig läuft. Viele andere Titel, die Sie schon in der Vergangenheit gehört haben und natürlich auch in unseren Blogs wiederfinden. Schauen Sie doch mal da rein, dann können Sie es noch vertiefen. Den Value Focus Fonds möchte ich Ihnen gerne nochmal zeigen. Ich freue mich auch sehr, dass wir, nachdem wir das letzte Jahr den zweiten Preis, den zweiten Platz beim Deutschen Fondspreis bekommen haben, jetzt den ersten Platz erhalten haben. Das ist natürlich sehr erfreulich. Und woran liegt das? Ja, auch hier hat die EQS, die wir drin haben, und die Ryman ein bisschen Loch gerissen, genauso wie die SMT Scharf. Dort sind wir ja in einem Mandatsverhältnis mit einer Investmentbank. Wir hoffen, dass wir dort eventuell über diese Aktivität auch einen Übernehmer finden. Bei Sarin ist es so, dass dort verschiedene Trends für unsere Perle, die in dem Bereich Diamantenplanung und Bearbeitung der Weltmarktführer ist, Sarin sehr gut tun, auf der anderen Seite auch etwas belasten. Es geht eben jetzt darum nachzuweisen, dass die Firma Airosa, die 30% vom Markt beherrscht mit Diamanten, eine Mine aus Russland, auch die wird boykottiert und jetzt muss nachgewiesen werden, woher die Diamanten kommen. Und das kann Sarin als Weltmarktführer am allerbesten, diesen digitalen Nachweis von der Mine bis zum fertig geschliffenen Brillanten zu erbringen. Und dann gibt es eben noch die sogenannten Lab-Grown Diamonds, wo auch hier Qualitätsunterschiede aus diesen Diamanten, die ein neues Marktsegment eröffnen. Es hat sich gezeigt, dass dort eben
viel mehr Diamanten gekauft werden. Das ist also quasi das Upgrade zu den Glas aus Swarovski, ist eben der künstliche Diamant, der funkelt noch viel schöner, kostet aber viel weniger. Also nehme ich als High-End-Modeschmuck den Diamanten. Wenn ich aber jetzt heirate, dann kaufe ich natürlich den aus der Mine, weil der ist viel seltener, da geht es ja um meine Liebe. Und dementsprechend ist Zarin dort sehr gut positioniert von diesen großen Trends des Gradings. Dort wird eben nach den 4 Cs, also es geht um die Karat, den Cut, die Klarheit, die Clarity und die Farbe. All das kann ich mit künstlicher Intelligenz machen. Und nachdem 70-80% aller Steine über Maschinen von Zarin gehen, haben die die Chance, dort einen sehr, sehr großen Anteil an diesem Markt in Zukunft zu übernehmen, besonders bei den nicht hochpreisigen Steinen, weil die hochpreisigen sind schon besetzt durch GIA, aber die große Masse, die kann man nicht mit den teuren Mitarbeitern, die dann auch noch sehr große Abweichungen in ihren Urteilen haben, weil es halt Menschen sind, da ist das nicht so gleichförmig. Man kann es eher manipulieren, könnte man bösartig sagen. Zarin macht es mit künstlicher Intelligenz unbestechlich. Bei Grenke sind wir gespannt, wie auf dem Capital Markets Day die Zukunftsperspektive sind, eventuell hier auch nochmal eine gute Nachkaufgelegenheit für uns. Wenn ich mal auf die großen Zugewinne in diesem Jahr auch schaue, da ist es die Modern Times Group, die doch sehr schnell, wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass erst nach dem Abklingen der Corona-Infektionen wieder sich die Stadien füllen oder vielmehr die Festhallen, wo dort dann eben mit der entsprechenden Sports League die Leute das in den Events physisch auch begleiten und dann eben ein starker Umsatzanstieg und auch mit Merchandising schöne Gewinne erzielt werden könnten, konnte ich mir schon vorstellen, dass das veräußert wird. Das ist jetzt überraschend schnell gekommen, auch zu einem guten Preis. Und wir gehen davon aus, dass diese Spieleentwicklerfirma in diesem Bereich Mobile Gaming, ein großer Trend, zu gutem Wachstum kommen kann. Ich kann mir dort auch zweistelliges Umsatzwachstum vorstellen und das zu guten Margen. Und Wachstum und steigende Gewinne, das kann durchaus dafür sorgen, dass wir dort noch nicht das Ende der guten Entwicklung gesehen haben. Bei Intershop sind wir mal gespannt, ob jetzt diese Transformationsphase etwas mehr Speed aufnimmt. Das würde uns sehr freuen, denn wir sind da schon seit einigen Jahren sehr engagiert im Dialog und versuchen mit unseren Impulsen, die Firma auf die richtige Richtung zu bringen. Und ich glaube, dass das Management das auch sehr, sehr intensiv betreibt. Und vielleicht kommen wir auch mal in die Erntephase. Da würden wir uns sehr freuen und da hätte dieser Fonds natürlich auch besonders was davon. Hier sehen Sie die Gewichte. Wir sind natürlich sehr konzentriert in diesem Mandat unterwegs und sehen eben dort in der Auswahl der besten Ideen, die aber sehr unterschiedlich sind, das Rezept dafür auch in Zukunft eine gute Performance zu bringen. Ja, hier nochmal die Übersicht unserer Mandate in der Gesamtheit, aber ich bin sicher, wenn Sie in die Charts gucken und auf unserer Homepage die Factsheets abrufen, dann kriegen Sie noch mehr Details. Rufen Sie doch auch die Kollegen an, wenn Sie noch Fragen dazu haben. Und ja, ich kann nur hoffen, dass Sie entsprechend auch sich so positionieren. Wir sehen jetzt eben zum Beispiel den Frankfurter Stiftungsfonds in einem defensiveren Gangart, die ich ratsam sehe als etwas, wo man vielleicht etwas mehr Augenmerk drauf haben sollte. Und umgekehrt, wenn wir dann mit unserem Frankfurter Modern Value ETF an den Start gehen, wir gehen davon aus, dass das im Laufe des Junis der Fall ist, dann kann man eben auch mal in ein 100% voll investiertes Mandat später investieren oder eben auch in den gemischten Mandaten mit weniger Risiko in den Märkten partizipieren. Ich habe Ihnen das en Detail geschildert, dass ich durchaus auch Risiken sehe in den nächsten Wochen. Sie können mit uns ja im Dialog bleiben, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie uns eben zum Beispiel auch auf YouTube abonnieren oder unser Value Compact eben auch verfolgen, genauso wie eben die Kommentare von meinem Kollegen Heiko Böhmer im Blog oder auch auf Wall Street Online. Sie finden uns auf viele Art und Weise und natürlich auch wieder auf den Fondsgipfeln oder in der Fondsgipfelakademie. Ich hoffe, wir bleiben im Dialog und jetzt würde ich gerne noch auf die Fragen eingehen. Gut, ja, vielen Dank für die Präsentation an alle Präsentierenden. Dann kommen wir jetzt direkt zur Fragerunde.
vielleicht noch einmal die Slides weiter durchklicken. Dann sehen Sie noch die Ansprechpartner hier der Share oder Value und danach nochmal die Ansprechpartner der Primafonds, beziehungsweise ganz hinten raus, wie bei jeder Präsentation, dann noch am Ende den Disclaimer. Aber gehen wir jetzt einfach mal direkt in die Fragenrunde rein. Und zwar eine ganz am Anfang schon gestellte Frage ging dahingehend, ob nicht stärker unterschieden werden muss, ob eine Firma von Zinserhöhung betroffen ist oder nicht. So ein Stück weit nach der Logik, wer im Geld schwimmt, braucht keine Kredite. Die Frage, denke ich, am besten an den Frank Fischer gestellt. Ja, also es ist so, dass natürlich selbst diese Qualitätstitel, weil sie solche wunderbaren Firmen sind, sind sie auch typischerweise mit einem höheren Multiplikator, ob das jetzt auf der sogenannten Owner Earnings, die wir uns anschauen, oder auch mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man zahlt einfach für diese Qualität etwas mehr. Und der Cash, der da ist, der schafft natürlich auch Möglichkeiten für Rückkäufe, für Übernahmen etc., besonders wenn es auch mal wieder runtergeht. Nur ein Element darf man nicht vergessen, wenn eben die Zinsen steigen oder auch mal Angst in den Markt kommt, dann kann der Multiplikator unter Druck kommen. Und das erleben wir selbst bei den besten Firmen, dass das dann einfach mal passiert. Und dann kann man diese Aktien eben zu günstigeren Multiples nachkaufen. Das ist auch das, was typischerweise, das ist, was wir eben anstreben, dass wir Titel wie zum Beispiel eine Novo Nordisk, die wir nicht mehr aktuell im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen haben. Wir haben sie dort rausverkauft. Wir haben nur noch kleinere Positionen davon im Primafonds. Bleibt eine nach wie vor sehr gute Firma, aber ich würde gerne eben sie günstiger bekommen. Das ist jetzt nicht sicher, aber es ist wahrscheinlicher geworden. Und da habe ich eben die Hoffnung, dass ich bei diesen Titeln dann nochmal nachladen kann und dann eben vielleicht den einen oder anderen, der sich besser gehalten hat, wiederum in Titel zu wechseln, die auch diese Qualitätsansprüche erfüllen, aber eben dann so einen höheren zukünftigen Total Shareholder Return versprechen. Das ist der Weg, wie wir damit umgehen aktuell. Dann nochmal eine Frage Richtung Ampelkoalition. Und zwar dahingehend, dass eigentlich viele Leute kein Windrad vor der Nase haben wollen und dass wir auch tatsächlich, es bezieht sich ein bisschen auf die Firma PNE, wahrscheinlich gar nicht genug Stromleitung haben, um Windkraft zu transportieren. Wie schätzen Sie das ein? Das ist genau der Grund, warum die Windkraft eben noch nicht diesen riesen Boom durchlaufen hat, sondern eben jetzt aus politischen Gründen werden Dinge möglich werden, die einfach vorher nicht denkbar waren, weil eben die Abhängigkeit von Öl und Gas, das will einfach keiner mehr. Und dementsprechend wird der Druck sich erhöhen, dass die Menschen das Windrad vor der Nase tolerieren müssen und auch mal den toten Vogel, der darunter leidet, oder die Fische, die eben durch die Vibrationen dann aus ihren Fischgründen woanders hinziehen müssen. Man kann eben nicht das eine haben ohne das andere. Und weil der Druck eben so offensichtlich groß ist, weil hier geht es eben um Tausende von Menschenleben, ohne jetzt mal die Kosten der Wiederentwicklung, des Zurückbauens der Ukraine, die an die hunderte Milliarden geht. Hier sind eben, es ist eine höhere Ratio, die eben dort zum Zug kommt. Und die wird dem Bereich Renewable Energy, insbesondere Wind, dabei natürlich auch Solar, das wird einen riesen Rückenwind geben über das Thema Klimawandel hinaus. Deswegen sehen wir dort Dinge möglich, die man bisher in der Vergangenheit tatsächlich, da stimme ich vollkommen zu, es gab Riesen und immer noch gibt es den Widerstand gegen Not in my backyard, wie das so schön heißt, der NIMBY-Faktor. Man will nicht, dass das Windrad einem selber die Sicht verschandelt. Jetzt kommt eben ein gewisser Druck und Zwang auf und dementsprechend wird sich das beschleunigen, weil eben dort Gesetzgebungen kommen wird, wo das Verlegen von entsprechenden Stromleitungen, die dann eben bis nach Bayern oder auch nach Hessen kommen, nicht mehr in Frage gestellt wird, sondern wo einfach mal durchgezogen wird. Das sind alles Elemente, wo man jetzt schon merkt, da geht ein richtiger Ruck durchs Land und durch die Politik und auch der Wunsch eben nicht mehr dieses Thema mit Putin auch noch zu unterstützen mit unserem Geld. Das ist etwas Rückenwind, das hatten wir noch nie. Deswegen bin ich dort sehr positiv gestimmt, dass das zwar nicht in Perfektion umgesetzt wird, aber viel schneller als in der Vergangenheit.
Vielleicht auch noch eine eigene Einschätzung dazu. Es ist ja tatsächlich so, dass China innerhalb des letzten Jahres so viel Offshore-Windkraftanlagen gebaut hat, wie der ganze Rest der Welt die letzten 5 Jahre davor, innerhalb eines Jahres. Und da müssen wir halt auch schon gucken. China hat da, glaube ich, ein Stück weit was verstanden. Nächster Faktor ist, dass zum Beispiel auch Solarpaneele tatsächlich knapp werden, weil China einen eigenen Bedarf anmeldet und vieles wird dort gefertigt. Gut, kommen wir zur nächsten Frage, die gestellt worden ist. Und zwar ging das jetzt nochmal direkt um die Firma PNE. Da war Morgan Stanley als Unternehmen, was beteiligt ist, mit angegeben. Und da war die Frage so, Übernahme. Aber kann das nicht sein, wenn die gar keine Übernahme machen, dass es tatsächlich dann, wenn sie aussteigen, dass es dann gedeckelt ist an der Stelle? Das ist vielleicht eine Frage direkt an den Sebastian Bleschke. Ja, gerne. Kurz noch zu der vorherigen Frage. Wir haben uns natürlich auch nochmal angeschaut, was da die Experten sagen, die schon seit Jahrzehnten in diesem Windkraftbereich tätig sind. Und die sagen alle, es ist erstaunlich, wie viele Stellschrauben da gerade richtig gestellt werden, die vorher komplette Blockade war. Und das kann man jetzt schon fast sagen, da mit einer Brechstange durchregiert wird, dass man sagt, das Windrad wird hier gebaut, Vogel hin oder her, Abstandsregel hin oder her. Und da ist ein, ja, irgendwie gefühlt auch mehr Rückendeckung jetzt da, plus neuer Chef der Bundesnetzagentur, der auch einen ganz anderen Ton nochmal anspricht und auch nochmal einen ganz anderen Drive in die Geschichte Stromleitung reinbringen kann. Also das, insofern, vielleicht ist es nicht eine Verachtfachung, aber dann ist es eine Versechseinhalbfachung und das wäre immer noch enorm viel. Zu der zweiten Frage, das ist natürlich möglich. Wir haben aber auch unter anderem das Gefühl, jetzt zum Beispiel bei der Hauptversammlung soll ein neuer zusätzlicher Aufsichtsrat bestellt werden, der Aufsichtsrat vergrößert werden. Und auch der wird wieder mit jemandem von Morgan Stanley besetzt, sodass quasi relativ gesehen Morgan Stanley noch ein größeres Gewicht im Aufsichtsrat bekommt. Mhm. Es fühlt sich nicht danach an, dass da jetzt sofort der Rückzug eingeplant ist. Aber wir können natürlich auch nicht in die Köpfe schauen. Ich weiß nicht, ob Frank, du da noch eine Ergänzung hast, aber sieht für mich nicht so aus, als wäre da der sofortige Rückzug geplant. Ich denke eher, es ist eine Weiterentwicklung, die wir begleiten können. Und irgendwann wird das vielleicht auch mal in Richtung einer Übernahmesituation, weil Morgan Stanley freut sich natürlich über die schöne Entwicklung, wie wir das auch sehen. Und ich freue mich dann, wenn wir eben permanent passive Grenzverletzungen haben, weil wir eben bei 10% Gewicht ankommen und dann quasi gezwungen werden, etwas zu reduzieren. Aber das ist ein nettes Problem. Da können wir dann an dieser Performance noch viele Jahre partizipieren, denn die Entwicklung, die ist massiv. Also ich stelle mir dort tatsächlich Kurse deutlich jenseits der 20 in den nächsten 3 bis 5 Jahren vor. Und das sollte ein toller Werttreiber auch im Frankfurter Stiftungsfonds sein. Wir wissen, dass das politisch so gewollt ist. Jetzt haben wir noch den Krieg mit der Ukraine als Hintergrund. Und ja, nachhaltiger als Wind und Solar, da wird es dann schon schwer. Gut, dann noch eine Frage zur Struktur in dem Stiftungsfonds. Wie werden da die Edelmetalle gehalten? Sind die dort physisch vorhanden? Das ist Xetragold im Frankfurter Stiftungsfonds. Und Xetragold, also wir halten es nicht physisch in einem eigenen Tresor bei uns im Büro, sondern das ist durchaus Xetragold, was wir kaufen. Aber das wiederum ist bei der deutschen Börse mit 95% physischem Gold hinterlegt. Dann eine Frage an den Jeffer Lu. Und zwar geht das Richtung Hedging beim globale Werte. Da wird nachgefragt, ob das über Puts passiert. Vielleicht ganz kurz dargestellt, das wird ja bei den anderen Fonds ähnlich gemacht, wie die Absicherungsmodalitäten funktionieren. Ja, genau. Also bei den prima globale Werte benutzen wir hauptsächlich gezielte Futures. Also was ich damit meine, ist, dass wenn wir so eine Menge von amerikanischen Aktien hätten, dann sichern wir jetzt diesen Teil dann einfach mit S&P Futures. Und wenn es eher europäische Titel sind, die wir hedgen wollen, das machen wir dann über Eurostoxx oder andere Futures, die dann gezielt auch ein Hedge darbieten, das auch passt zu den Aktien, die wir halten. Jetzt habe ich eine Frage, die ist sehr fundamental, die würde ich gerne an den Frank Fischer stellen. Das Zitat, es gibt keinen Ex-Diktator, es gibt nur tote Diktatoren. Putin weiß das. Womit müssen wir rechnen? Ja. Geht da zum Äußersten. Das ist halt das, leider gibt es eben auch dieses Fuchteln mit, das könnte der Dritte Weltkrieg werden und atomar eskalieren und so. Das ist etwas,
was natürlich auch dazu führt, dass er mit entsprechenden Risiken in seinem eigenen Land eben auch rechnen muss, weil das mag keiner. Denn die Antwort kann eben auch zurück atomar kommen. Also diese Eskalation ist sehr unwahrscheinlich, auch wenn da natürlich immer wieder gedroht wird. Nur, ich sehe es eben so, dass er unbedingt, und deswegen wird da ja auch massiv reingehauen, sein Gesicht wahren will. Und das bedeutet, er wird unten im Donbass irgendetwas für sich haben müssen, damit er gesichtswahrend da rauskommt. Und das wird so lange durchgeackert, bis er eben dann in der Lage ist, einen Frieden, einen Kompromiss zu schließen. Und ich denke, dass wir das wahrscheinlich nicht in allzu langer Zeit schon vor uns haben. Das ist immer noch das wahrscheinlichste Ergebnis, weil er dann eben auch die Auswirkungen der Sanktionen, die ja dramatisch sind, die russische Zentralbankerin hat das ja nicht beschönigt, sondern die hat ganz deutlich gesagt, was da gerade passiert. Und es gibt tonnenweise Arbeitslose, dramatischen Einbruch des Bruttosozialprodukts und dementsprechend natürlich auch viel Leiden in der russischen Bevölkerung. Und da ist der Spaß bei denen dann auch begrenzt. Ja, es gelingt ihm über die Propagandamaschine, die Leute hinter sich zu bringen. Die sind immer noch für Putin und für seine Sonderoperation, weil die einfach mit der Gehirnwäsche total hinter ihm stehen. Das ist für uns kaum vorstellbar. Da will ich nochmal in die Details eindringen. Und natürlich will ich auch gucken, was sind denn dann die Trigger, wo es kippt, wo er dann gefährdet ist, wo er sehen muss, dass er doch einknickt, Frieden schließt. Das ist das Wahrscheinlichste. Das, was natürlich am schlimmsten wäre, ist, wenn er es eben noch mehr eskalieren lässt. Das ist nicht auszuschließen, aber das ist etwas, was ich aktuell in den Szenarien immer noch mit der allergeringsten Wahrscheinlichkeit sehe, weil er hat ja auch schließlich 6 Kinder und Frauen, Ex-Frauen und sonst was und ein Leben, was ja eben so ist, dass es lebenswert ist als einer der reichsten Männer auf der Welt. Das kann nicht in seinem Interesse sein, dort nicht irgendwann auch wieder ein normales Leben zu haben. Der ist ja nicht mehr reisefähig. Sein ganze Entourage, die können ihr vergangenes Leben abhaken. Und das gibt Druck auf Dauer auf den Kessel. Und ich glaube, dass all das dazu führen wird, dass es doch eine Kompromisslösung gibt und er an den Tisch kommt. Und ich glaube nicht, dass er so schnell abgesetzt wird. Das wäre natürlich der Wunsch, dass es irgendwie eine Revolte gibt. Aber dafür müsste es noch deutlich mehr eskalieren oder über die Zeit gehen. Und weil ich glaube, dass es zeitnäher beendet wird, das könnte eben dann auch der Punkt sein, wo wir Entspannung auf den Energiepreisen gehen, wo das Thema Peak Inflation hinter uns ist, wo die Notenbanken eben nicht mehr die Liquidität so enorm verknappen müssen, wo die Zinserhöhungen nicht mehr so umgesetzt werden, sondern im Gegenteil, weil wir dann eben auch schon wirtschaftlich schwächer sind, vielleicht auch die Aktienmärkte etwas tiefer stehen, dass die dann wiederkommen und wir dann eben im zweiten Halbjahr durchaus einen positiven Verlauf bekommen. Ich sehe halt nur die nächsten Wochen, Monate, vielleicht bis August, September ist der Klassiker, die sehe ich eher belastet. Dann habe ich nochmal 2 Fragen zu Netflix. Und zwar die eine Frage ist tatsächlich so, wenn jetzt unsere Energiekosten höher wird, stellen wir dann nicht doch Netflix ab, dass wir dann eben nicht mehr bereit sind, für Netflix zu bezahlen. Dazu vielleicht nochmal die Einschätzung und dann den Economic Mode von Netflix gegenüber Wettbewerbern. Wie sehen Sie den? Also, stelle ich ab oder nicht? Natürlich ist das eine Frage. Jetzt ist es so, ich habe Alternativen und ich glaube tatsächlich wird es, je nachdem, wer in der Lage ist, den Content zu produzieren, der die Zuschauer anzieht, wird es eben Wechselwilligkeit geben. Also es werden eben mehrere Platzhirsche sein und der Wettbewerb wird eben über das Talent, über den Content, wer produziert denn genug Inhalte, genug Blockbuster? Und wenn dann alles ausgeguckt ist, ja, dann gehe ich auch mal wieder raus aus Netflix und dann schaue ich mir vielleicht mal mehr Disney an oder wo auch immer der Content ist, der mich dann interessiert, bis ich dann eben wieder zurückgehe. Also ich sehe dort tatsächlich eben Wechselwilligkeit, die ist auch jetzt schon da. Und das ist das Kernding, die DNA von Netflix ist, diese super kreativen Menschen
anzudocken und ihnen die Freiheit zu geben, ihre super Ideen umzusetzen. Und deswegen produzieren sie so viel guten Content. Das ist etwas, was eben über die vielen Abonnenten, die sie schon haben, und natürlich die Bekanntheit hinaus ein Schutz ist, weil eben diese Kultur durch den Eigentümer, der dahinter steht, der den Menschen die Freiheit lässt, mit den Budgets, die vorhanden sind, diese guten Inhalte zu produzieren. Das ist etwas, was gar nicht so einfach wiederholbar ist. Ja, die anderen können auch mal einen Blockbuster machen, aber Netflix ist dort einfach besser. Und wenn ich mir anschaue, wer eben als Erster dort voranmarschiert ist und wer diesen Markt so schön besetzt hat, dann ist für mich die Frage, ob Netflix zu den Top 3 oder 5 gehört, die diesen Markt dominieren, die beantworte ich eindeutig mit Ja. Ich glaube, dass diese Kultur anhält. Ob es die Nummer 1 oder 2 Position ist, die sie beibehalten, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist für mich, dass diese Trends, die wir erkennen, nachhaltig anhalten, nämlich, dass eben lineares Fernsehen verliert und dass sich alle, die diese Streaming-Dienstleistungen anbieten, an dem, was dort schrumpft, bedienen mit ihrem eigenen Wachstum. Und da bin ich mir sehr sicher, dass das gelingt. Und ich glaube, dass Netflix dort relativ gut unterwegs ist und in der Lage sein wird, eben zukünftiges Wachstum, was eben in den USA schon phänomenal war, in anderen Märkten, selbst in Deutschland ist noch einiges an Wachstum vor denen, zu wiederholen. Ich denke dort auch an Länder wie Indien, wo Netflix noch $1,50 pro Monat kostet. Dort sind halt andere Wachstumsraten fürs GDP möglich und damit dann eben auch andere Steigerungen der Erlöse für den Content. Und wo eben immer mehr Content aus immer mehr Regionen kommt, die ich in anderen Regionen mit leichten Anpassungen auch weiter vermarkten kann. Also ich sehe dort Skaleneffekte kommen und ich mache mir über die nächsten 10 Jahre dort keine Gedanken, wohingegen ich sagen muss, wie das nächste Quartal aussieht und ob in einem schwächeren Umfeld dann eben auch hier nochmal eine Enttäuschung auf uns wartet. Das kann passieren, aber wir investieren ja nicht für ein Quartal oder zwei, sondern wir investieren eben auf mehrere Jahre. Und dann ist der jetzige Kursverfall schon hochattraktiv. Hier haben wir ja schon auch ein Stück weit die Frage beantwortet, Ausverkauf amerikanischer Aktien, also speziell Tech-Werte. Vielleicht noch einmal kurz breiter gezogen, die Frage. Also es ist so, dass wir extrem differenziertes Verhalten der Anleger auch sehen zwischen Tech-Werten, die eben keine Cashflows positiv erwirtschaften, die sind wirklich geschlachtet worden, oder diejenigen, die eben auf ein Thema geritten haben. Also zum Beispiel, wie wir jetzt gerade auch Zoom oder Peloton, also alles, was eben so Corona ist, das wird halt alles ausgepreist. Andere Titel, die sind ja, auch wenn sie etwas unter Druck gekommen sind, ich nehme jetzt mal Amazon, die sind jetzt auch schon wieder attraktiv. Können die noch attraktiver werden? Ja, auch die könnten noch mal etwas fallen. Aber auf dem jetzigen Level ist Amazon durchaus schon ein interessantes Investment wieder, wenn ich eben einen 5 oder 10 Jahre Anlagehorizont mitbringe. Und da wird schon deutlich differenziert. Gegenüber den Corona-Tiefstwerten sind wir eben bei der Amazon fast auf dem doppelten Level unterwegs, wohingegen eben die Titel, die in dieser Welle nach oben gespült wurden, jetzt wirklich auf Tiefstkursen ankommen. Also es wird extrem unterschieden, aber dadurch, dass natürlich auch noch denkbar ist, dass viele ETFs verkauft werden, also passive Investoren, nochmal, ich hatte es gezeigt, dass der Bereich der Retail-Investoren, der Privatanleger eben nicht die Wertwahrnehmung hat, aber nicht ihre Position angepasst haben. Dort könnte eben nochmal so ein Washout kommen, eine Kapitulation. Und dann kann es eben über diese passiven Flows auch dazu führen, dass selbst die besten Firmen, wir haben zum Beispiel auch eine Adobe jetzt höher gewichtet, die waren bei fast $700, die sind jetzt bei 400 oder etwas drüber. Sehr interessante Firma, wirklich ein guter Preis schon. Und wir haben auch andere Titel aufgenommen, wo ich sage, das ist jetzt, sind so die Erstkäufe, eine Diasorin im Diagnostikbereich. Die sind schon attraktiv, aber die können halt noch etwas günstiger werden. Und wenn ich eben dann solche Perlen bei Diasorin, Diagnostikfirma, die eben Eigentümer geführt ist in Italien, die ist extrem
von Corona hat die profitiert. Das wird jetzt alles ausgepreist und noch mehr. Und die hat aber eben sehr gute Zukunftsperspektiven. Und die wollen wir dann eben jetzt einkaufen, wo wieder das günstiger wird. Also es bietet halt auch Chancen. Und ich glaube, dass in den Qualitätsaktien schon einiges eingepreist ist. Aber wir können uns auch dort nochmal eine Etage tiefer finden. Nur wir werden nicht solche Extreme erleben, wie in diesen ganzen Reddit- und Robinhood-getriebenen Stonks-like-Stocks. Das ist die Ecke, wo das Risiko schon zugeschlagen hat und noch mehr Potenzial droht. Aber Jeffrey, vielleicht willst du auch noch was ergänzen. Ich denke, Sie haben ja schon, oder du hast ja schon vieles, was ich auch sagen wollte, schon erwähnt. Ich denke, es gibt wirklich sehr große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Tech-Werten. Da will ich vielleicht noch auf eine Sache eingehen, das ist einfach die Verschuldung. Also einige Firmen, die wenig Geld verdienen und sehr verschuldet sind oder immer wieder zurück zur Kapitalmarkt gehen müssen, um neues Cash einzuholen, die waren wirklich die Firmen, die auch wirklich von den Aktienpreisen richtig runtergepreist wurden, bei 70%, 80%. Das enthält Firmen wie Redfin oder ein PayPal auch und viele Firmen, also PayPal verdient ja Geld, aber viele von diesen Firmen, die eben verschuldet sind, haben wirklich sehr gelitten. Andererseits die guten Firmen, die wir zum Beispiel auch als wesentliche Positionen in unseren Mandate haben, wie in Amazon oder Google, die sehen ja fast noch ja ziemlich nah bei dem 52 Wochen hoch. Sie sind natürlich auch runtergepreist bei 10, 15, 20%, aber im Vergleich zu den anderen Aktien in den Tech-Bereich in den USA ist es natürlich ein Riesenunterschied. Und ich denke, das ist auch begründet so. Wir haben ja immer auch davon gesprochen, dass wenn wir jetzt wieder in eine Phase hineingehen, wo es viel mehr Volatilität gibt und auch wirtschaftlich viel mehr Rezession sorgen, dann ist es auch so, dass wir diese Firmen halten wollen, die wenig verschuldet sind, die starke Marktpositionen und strukturelle Wettbewerbsvorteile haben, einfach weil diese Firmen auch durch diese Rezession oder durch die schwierigen Zeiten dann besser durchkommen. Und ich denke, das wollte ich einfach noch dazu sagen. Ja, und nicht zu vergessen, den vielen Cash, den die haben, können sie auch dann antizyklisch für Akquisitionen verwenden und für Investitionen. Und natürlich haben sie eben auch Pricing Power. Das ist eben etwas, was wirklich, bei Netflix ist es jetzt, dass ich einfach die über 100 Millionen erwarteten gescherten Logins, da werden eben einige zahlen müssen oder eben nicht mehr gucken. Und auch das ist eine Möglichkeit zu sagen, lass uns doch erstmal wachsen, dann haben wir den größten Abonnentenstamm von allen und gezahlt wird später. Jetzt geht es eben darum, dass gezahlt wird. Und ja, es gibt die Bedrohung, dass der ein oder andere abspringt. Aber viele Firmen, die sind eben auch von der Inflation überhaupt nicht betroffen. Eine Amazon, die profitiert halt davon, wenn die Preise teurer werden, weil eben dann die Umsätze auch größer sind. Und es ist dann alles ein relatives Thema. Und solche Aktien, diese Auswahl dieser wirklich Top-Qualitätsfirmen, dieser wunderbaren Firmen, wie Buffett das immer sagt, das ist das, wovon wir ausgehen, dass das uns gut durch diese Phase bringt. In dem Sinne nicht, dass wir die Volatilität komplett ausschalten können, sondern dass wir einfach wissen, am anderen Ende, wenn eben die Sonne wieder scheint, dann freuen wir uns, dass wir in diesen Firmen drin sind und jetzt nicht nochmal versucht haben, wird der Ölpreis nochmal steigen und wir gehen jetzt in eine Ölfirma, was wir ja aus ESG-Gründen nicht wollen und können, weil Öl, Sande und Fracking machen wir nicht. Wir sind da nachhaltig, also investieren wir dort nicht. Und eine Glencore, die eben mit Kinderarbeit in Kobalt in Kongo abbaut und so, das ist alles, das geht nicht. Das machen wir halt nicht. Also ich kann nicht auf jeder Hochzeit unterwegs sein. Wenn ich bestimmte Prinzipien habe, dann tun wir das nicht. Also achten wir auf die Qualität der Titel und auf die Nachhaltigkeit sowohl unter ESG-Prinzipien wie eben auch wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Und das bringt uns am anderen Ende, das bringt uns nicht nur durch, sondern sind wir eben auch in den wirklich Top-Firmen drin. Und wenn der Markt dann wieder nach oben läuft, dann sind wir voll dabei. Das ist die Idee. Mhm.
Gut, dann gucke ich jetzt mal auf die Zeit. Wir haben zwar noch einige Fragen, auch gerade vor allen Dingen zu Einzeltiteln, aber ich würde ganz gern dann in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit das Webinar hier an der Stelle beenden. Es ist noch eine Frage zur Organisation da gewesen. Und zwar ist es so, dass wir natürlich die Unterlagen im Nachgang verschicken. Das heißt, Sie kriegen die PDF zugeschickt von diesem Webinar und einen Link, wo das Webinar aufgezeichnet ist. Und wie wir gesagt hatten, dass wir bezüglich der Fragen, die wir jetzt nicht alle einzeln beantworten konnten, dann uns nochmal direkt bei Ihnen melden werden. Dann an der Stelle bleibt mir noch den Vortragenden zu danken. Vielen Dank, Frank Fischer, vielen Dank, Sebastian Blaschke und auch vielen Dank, Jeffa Lu, für die doch tiefen Einsichten in die Mandate. Ja, herzlichen Dank von meiner Seite und dann gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss.